Jo, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial. Ich möchte mit euch heute mal eine kleine schicke Yacht bauen. Ich spiele auf der PlayStation 4 und benutze wie immer das Stadt-Texture Pack. Wir benötigen für diese kleine schöne Yacht roten Netherziegel, rote Netherziegeltreppe, aber roten Netherziegel brauchen wir auch. Dann brauchen wir polierte Dorit-Stufe, dann brauchen wir polierten Dorit, dann schwarz gefärbtes Glas, grauer Teppich und Trichter. So, als erstes nimmt ihr die rote Netherziegel. Den roten Netherziegel packt 19 Stück in eine Reihe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bis 19 kann ich auf jeden Fall schon mal zählen. Dann nimmt ihr diese rote Netherziegeltreppe, setzt sie so rum an, komplett die ganze Linie entlang. Ist so gesehen unsere Hilfslinie. So, dann nehmen wir nochmal diesen roten Netherziegel, packen den hier oberhalb drauf, auch komplett auf die ganze Länge. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, wo vorne und hinten ist. Bei uns ist hier vorne. Dann setzt einfach hier nochmal die rote Netherziegeltreppe einfach vor dranne. So, hier hinten, hier unten den setzen wir ein bisschen so rum hin, dass das diese kleine Kante hier ergibt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? So, als nächstes setzen wir jeweils hier zwei Blöcke hin, dann diese Treppe. So, das sollte ungefähr so sollte das aussehen. Wie gesagt, zwei Blöcke hingesetzt und dann einfach die Treppe davor. Es ist jetzt ganz wichtig, dass ihr jetzt bei diesem Schritt aufpasst, sonst ergibt dieses schöne Schiff keine tolle Form. So, als nächstes machen wir wieder zwei Blöcke einfach so hin und setzen diese Stufen davor. So sollte das aussehen. Seht ihr, der Übergang, der ist breiter als der. Und das Ganze machen wir jetzt hier nochmal. Ich hatte ja immer zwei Blöcke gesagt. Ich setze immer so drei Blöcke, setze ich immer hin. Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen, wie ich das meine. So. So sollte dann auf jeden Fall schon mal die Seite aussehen. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, machen dasselbe auch nochmal. Ja, kann man natürlich auch von oben gucken. So. Hoppala. Das können wir schon ein bisschen so ausbauen. Ist ein bisschen tricky, aber müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich sag mal so von oben, die oberen Blöcke, die ihr seht, das sind alles diese Treppen. Daran könnt ihr euch schon mal ein bisschen orientieren hier. Zum Beispiel die Treppe habe ich jetzt parallel zu der gebaut. Jetzt bauen wir die Treppe. Die kommt natürlich jetzt hier hin. Ja, kann natürlich hier unten, ein bisschen schwierig anzuvisieren. Machen wir das halt so. So. Jetzt die nächste. Setzt da hier an. Muss ich gerade mal selber schauen. Okay, jetzt müssen wir. Ah, okay. Man sieht hier. Zum Beispiel, ich orientiere mich immer parallel zu. Jetzt sind wir hier bei der letzten Seite. Die habe ich ja gerade zuerst gebaut. Jetzt sind wir hier. Und die Stufen, die sind ja immer untereinander stufig. Heißt, es ist ein bisschen tricky. Da muss ich selber ein bisschen aufpassen. Das machen wir mal weg. Das sieht überhaupt nicht schön aus hier. Und wenn ihr so welche Löcher hier hinten habt, ist kein Problem. Setzt einfach die Blöcke hier rein. Oder ein Block. Dann ist es auf jeden Fall verschlossen. Machen wir das nochmal eben so zu. Jetzt zeige ich euch nochmal die Seiten. Seht ihr, hier haben wir ja so einen größeren Übergang als hier. Seht ihr? Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen so. Ich zeige es auch nochmal ein bisschen von vorne. Ja, es ergibt halt eine ganz gute Form. Ist nur wichtig, bei dem Schritt lasse ich mir gerade ein bisschen Zeit, euch das alles zu zeigen, weil es ist echt wichtig, dass ihr das ordentlich hinbekommt. So, der muss natürlich weg. Immer dieses Gras hier. So, weil wir machen es ja mit Stufen hier, ne? Jetzt gehen wir die ganze Länge entlang, setzen die Stufen wie auf der anderen Seite 19 Stück in eine Reihe. So, da brauchen wir gar nicht zählen, das ist schon ganz praktisch. Dann nimmt ihr einfach wieder diesen Netherziegel, packt den hier oben drauf. So, und ich werde das jetzt erstmal hier oben so ein bisschen bearbeiten, ein bisschen ausfüllen und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder.
So, wie ihr seht, habe ich jetzt den oberen Bereich hier komplett einmal ausgebaut. Jetzt hinten habe ich nochmal zwei oder drei Treppen ineinander gesetzt, nebeneinander gesetzt. Jetzt ist ganz wichtig, jetzt solltet ihr vorne jeweils einen Block platzieren und nehmt diese Blöcke raus hier, weil jetzt brauchen wir die Trichter. Unser Antrieb, setzt die Trichter bitte so rum an, gegen den Block, weil dann zeigen die Trichter so nach hinten und das sieht ein bisschen aus wie so eine Schiffsschraube, wie so ein, ja, wie so ein Antrieb. Jetzt machen wir das wieder zu und haben jetzt auch die Hinterseite fertig gebaut. Wir fahren nochmal so ein bisschen rum, damit ihr das alles so ein bisschen erkennt. Die Maße sind ja klar. Erster Schritt, 19 Treppen. Und hier auch nochmal ganz wichtig, hier zeige ich euch das nochmal, wie ich das hier so veranstaltet habe. Ich fahre nochmal langsam so rum. Ich hoffe, man kann das halbwegs gut erkennen hier. So. Schön. Jetzt kümmern wir uns um den mittleren Bereich. Dazu brauchen wir jetzt erstmal die ganzen Diorit-Sachen. Nehmen wir als erstes die Stufen, setzen 5 Stück hier in eine Reihe. 2, 3, 4, 5. Können die hinten auch schon mal zubauen. Machen wir das hier auch schon mal. Geben wir auch schon mal 5 Stück. Opala, 5 Stück in eine Reihe. Dann habe ich gar nichts, habe ich was im Menü vergessen, sehe ich gerade. Wir brauchen noch hier die polierte Dorit-Treppe, brauchen wir noch. Die muss so rum ran. Beidseitig, einfach so rum ran. Dann können wir jetzt auch schon mal den Teppich hinten einfach reinpflanzen. Ihr könnt natürlich auch eine andere Farbe des Teppiches nehmen, wie ihr möchtet. Wir nehmen in dem Fall mal grau. Da kann man schön vieles mit verdecken. Und das sieht auch ganz cool aus, muss ich dazu sagen. So. Jetzt brauchen wir vier von diesen polierten Dorit-Blöcken. Fünf brauchen wir. Fünf, nicht vier. Setzen die hier an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Machen das auf der anderen Seite auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann nehmen wir die polierte Dorit-Treppe, setzen die so rum an und ziehen das komplett auf die Länge bis hier zum Ende hin. Sollte dann ungefähr so aussehen. 5 Blöcke da, dann die Treppen hier mittig. Und hier haben wir natürlich auch wieder 5 von diesen Stufen. So, machen wir das hier auch mal eben. So, tut, 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 tut. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal seitlich so ein bisschen verbunden alles. Vorne. Opala, falsch rum. So rum kommen die Treppen dran. Hier ist es überall so. Ihr könnt hier vorne jeweils schon mal einen Block draufsetzen, weil wir jetzt vor jedem Block eine Diorit-Treppe platzieren. So und so und. Ah ne, da haben wir es ja schon. Da haben wir es ja schon. So. Hier die Löcher. Könnt ihr natürlich hier diese kleinen Löcher schließt einfach hiermit. Dann sieht man von außen gar nichts mehr. Ich finde, das ergibt eine schöne Form. Und noch was, ihr müsst nicht diese Netherziegel nehmen. Ihr könnt natürlich auch eine ganz andere Treppe nehmen, wie ihr möchtet, was eure Lieblingsfarbe ist. Die Auswahl ist ja leider begrenzt, aber ich denke mal, das kriegt ihr schon irgendwie hin. So, hier vorne setzen wir jetzt, nehmen wir jetzt diese Treppen. Sind das Treppen? Stufen. Wie komme ich denn immer auf Treppen? Ich meine natürlich diese Stufen. Da setzen wir jetzt ab hier. Da kann man es vielleicht erkennen. Ab den ersten beiden Treppen setzen wir jetzt erstmal diese Stufen komplett bis hier hinzu. Das machen wir hier oben auch. So. Hoppala. Nein, so. Hier auch. Ist das jetzt die gleiche Höhe? Ja, das ist die gleiche Höhe. Musste ich gerade auch noch mal kurz gucken, ob es die gleiche Höhe ist. Schön. Wenn ihr das gemacht habt, können wir auch schon mal hier vorne die Spitze nicht so machen, nicht so machen, sondern wir machen sie so und so. Ich denke mal, so kann man es gut, ganz gut erkennen mit den Blöcken. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt können wir den Rest hier einfach ausbauen.
zieht er das einfach hier so zu. Was hier unten drunter ist, das ist nicht so wichtig. So, dürfte das erstmal reichen. Bis zur dritten Stufe könnt ihr das hier gerne so erstmal zuziehen. Jetzt brauchen wir, wir brauchen Glas. Ich nehme meistens dieses schwarz gefärbte Glas. Ihr könnt natürlich auch ganz anderes Glas benutzen, wie ihr das möchtet. Jetzt setzen wir erstmal hier das ganze Glas rein. Gut. Bis hierhin, lasst da bitte hier vorne 2 Blöcke bitte freilassen. Setzt eine Dioritstufe hin und den polierten Diorit einfach da so hin. Jetzt habe ich gesehen, was ich besser finde, eigentlich hatte ich es vorher so gehabt. Ich würde aber euch raten, nehmt diese Treppen, setzt die Treppen rein, weil ergibt später eine schönere Form. Jetzt hier macht er das so. So als Abschluss. So, muss ich wieder so. Nein. Nein. So sollte das aussehen. Da macht er die Fenster rein, lasst 2 Blöcke vorne, also hinten frei da. Dioritblock rein. Stufe rein. So. Fünf Fenster habe ich drin. Eigentlich wollte ich 6 Fenster haben. Irgendwas passt da nicht ganz. Ist ja witzig. Naja, dann lassen wir es halt erstmal bei 5 Fenster. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt müssen wir wieder diese ganzen polierten Doritstufen nehmen. Setzen die jetzt von hier an, setze jetzt 3 Blöcke nach hinten. 1, 2, 3. Dann ziehen wir das hier so rüber. Und ziehen das bis hierhin erstmal. Und ziehen dann über die Glasfläche über 3 Treppen drüber. So, kann man es glaube ich ganz gut erkennen. Ne? Ich denke mal schon, dass man es ganz gut so erkennt. Ne? Es ist nicht leicht, das Tutorial, muss ich ehrlich sagen. Aber es lohnt sich, Leute. Es sieht im Endeffekt nachher richtig cool aus. So, da haben wir hinten diesen kleinen Bogen, haben wir da. So, schön. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die vordere Front. Da ist ja auch noch einiges zu tun. Das ergibt dann diese ganz schöne Form von dieser schönen Yacht. Jetzt müssen wir nehmen einen polierten Diorit, setzen den hier mittig, nein, machen wir das dann halt so, setzen dann einfach eine Stufe und noch eine Stufe drauf, weil der Block in der Mitte ja hochschwebte, wie ihr das gerade gesehen habt. Dann, wir werden das generell erstmal hier ausbauen, Leute, weil wir brauchen den ganzen Boden zum Bebauen. Baut das am besten erstmal aus, sonst müssen wir das immer zwischendurch machen und das ist dann ein bisschen, ja, bisschen nervig, so will ich es mal sagen. Hier zum Beispiel, hier könnt ihr das eins tiefer machen. Dann sieht man auch die Scheiben noch ganz gut von außen. So. Hoppala. Machen wir das hier alles so zu. Hinten können wir das auch hier komplett einfach so zuziehen. Und wie gesagt, hier macht er einfach, könnt ihr da noch einen Boden reinmachen, dann sieht das halt ein bisschen ordentlicher aus. So, ich zeige euch das mal so von außen. So sollte das dann aussehen, da kann man da noch so ein bisschen reingehen. Ist das nicht komplett so zu? So, jetzt können wir hier oben weitermachen. Jetzt setzt er von diesen Stufen sowieso eine Art, ja, wie ja immer so eins auseinandergehend, ich zeige, ihr seht es ja, so sollte das dann aussehen. Das ist dann so gesehen die Front. Dann nehmen wir erstmal schwarz gefärbte Glas, setzen das hier oberhalb an. Das ist dann ganz cool bei diesem Tutorial, das ergibt dann halt, man hat dann so kleine Fenster, seht ihr das, man hat so halbe Fenster und nicht so ganz, das sieht dann so ein bisschen klobig aus, so sieht es ein bisschen sportlicher aus, so will ich es mal nennen. Dann können wir oberhalb das auch hier schon einfach zudecken. So,
Hier auch. Da auch. Und hier auch. Dann können wir hier oben das nächste Glas mittig so reinsetzen. Hier kommt noch eins hin. Und da kommt noch eins hin. Machen wir oben natürlich auch wieder alles zubauen. Und so haben wir schon mal ein bisschen was von der Front fertig. Natürlich müssen wir jetzt noch weit nach hinten gehen. Das werden wir jetzt im nächsten Schritt tun. So. Wir müssen jetzt insgesamt 8 Fenster nach hinten gehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier auch. Können wir das hier mittig eigentlich auch komplett zuziehen? Das stört überhaupt nichts. Können wir auf jeden Fall machen. Hier gehen wir auch bis auf dieselbe Länge mit den Fenstern nach hinten. Und natürlich hier auch. So, jetzt werden wir natürlich das alles wieder hier bebauen. Einfach zieht komplett diese Treppen. Sind ja Treppen, ne? Ja, ne, Stufen. Wie komme ich denn immer auf Treppen? Stufen hier rüber. Dann zieht er das halt so hier einmal rum. Machen wir das oben natürlich auch. Voilà, so und baut das komplett hier einmal so zu. Dann haben wir so die mehreren Etagen, die verschiedenen Ebenen. Ich finde, das ergibt dann eine ganz schöne Form. So, nochmal von allen Seiten begutachtet. Schön. Ja, liebe Leute. Das war's schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Ist ein bisschen knifflig, das Tutorial. Man muss schon ein bisschen gucken, wie man was macht. Ich hoffe, ich habe euch jeden Schritt so gut gezeigt, wie es geht. War für mich jetzt auch nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen ganz wichtig ist, dass man hier von unten alles anfängt, richtig zu bauen. Ihr seht ja die Abstände. Hier hat man jeweils einen ganzen Block, einen ganzen Netherziegelblock mit verbaut. Deswegen hat man hier einen größeren Abstand als bei den anderen. Man hat insgesamt 7 von diesen Spitzen, will ich mal sagen. 1, 2, 3 und dann hat man hier nochmal 4, 5, 6 und die 7 ist natürlich hier die Front, also man hat rechts und links 3 von diesen Ebenen, so will ich es mal nennen. Ich denke mal, so kann man es ganz gut sehen und auch mit dem weißen Diorit oben, das kann man glaube ich ganz gut erkennen, dass jeweils ein Block und dann eine Stufe oder eine Treppe nach vorne ragt und so sollte das dann oberhalb aussehen. Ich zeige das mal so ein bisschen in langsam. Ich denke mal, die Blöcke kann man auch ganz gut abzählen. So, hinten natürlich mit den zwei Motoren. Gut, liebe Leute. Wir haben alles fertig gebaut, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich musste gerade auch selber nochmal rumschauen, ob alles so richtig ist, wie das so gebaut worden ist. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Tutorial gefällt, zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Wenn ihr andere Yachten zum Beispiel sucht, schaut doch gerne mal in die Playlist rein. Da gibt es noch, glaube ich, 4, 5 andere Yachten, die auch ganz schick aussehen oder auch ganz andere Fahrzeuge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Minecraft Tutorial.